Zigarren-Aficionados, heute ein weiteres Zigarren-Review von mir. Und zwar mir die neue Macanudo Inspirado Green am Start. Wird in der Domerep hergestellt, hier im Robusto-Format, 6,30 Euro, Länge von 12,7 cm und ein 52er Ringmaß. Und zum ersten Mal hat Macanudo hier bei den Inspirados, gibt es ja grün, schwarz, weiß, rot und so weiter, zum ersten Mal wurde brasilianisches Material verwendet, also hier ein brasilianisches Deckblatt in dem Fall. Das Umblatt kommt aus Indonesien und die Einlage aus Kolumbien und Nicaragua. Also es sollte schon wirklich so ein bisschen Dampf, bisschen Würze haben. Riecht auch leicht grasig, stallig. Bisschen uriger unterwegs. Hat aber gleichzeitig auch was leicht süßliches. Ja, also 6,30 Euro. Schöne Robusto. Ja, schönes Deckblatt, schön dunkel. Bisschen cremig auf den Lippen, ansonsten halt ein bisschen Würze und ein bisschen Zedernholz, aber sonst wenig als Aroma. Ist eher ledrig unterwegs und trocken. Kaffeeröstaromen, schwere Aromen. Bisschen Holz, Heu, also im Vergleich zu weißen deutlich intensivere Aromen und schwerer unterwegs. Würzig, Kaffee, Leder und auch das Pfeffrige jetzt kommt allmählich im Rachen oben, im Rachen, ja, so leichte punktuelle Schärfe. Ich fand ja von diesen Inspirados die roten sehr gut. Die weißen waren nichts Besonderes. Die schwarze, weiß ich gar nicht, ob ich die hatte. Ich glaube ja. Ansonsten ist Macanudo eher, ja,
preisgünstig, würzig, nichts Besonderes eigentlich. Aber hier ja, auch wieder 6,30 Euro, ein überaus attraktiver Preis für eine etwas dickere Robusto. 52er Ringmaß, wie gesagt. Also das Rauchvolumen ist hoch, das ist so ein minimalen Gegenzug, wirklich ganz minimal. Aber ich habe jetzt auch nicht zu krass abgezwackt, abgeschnitten. Könnte man vielleicht noch ein bisschen erhöhen, schauen wir mal. Kommt es vielleicht dadurch ein bisschen höher, das Rauchvolumen sogar noch, wie ihr gesehen habt. Aber der Gegenzug ist gleich. Also ein bisschen Gegenzug. Sehr ledrig unterwegs, auf jeden Fall. Sehr ledrig, würzig, ja. Gut, der Pfeffer, der schlägt jetzt nicht über die Stränge. Braucht ihr keine Angst haben. Das ist wirklich so 2,5 von 10. Aber Leder ist halt schon so 6,5 von 10. Und ist ordentlich allgemein würzig unterwegs. Bisschen schwerer. Ja, ich denke, da wird sich auch nicht viel tun, ja. Also ich denke, sie wird relativ geradlinig sein. Die Aromen sind schnell da gewesen und wirklich, ja. Und wird wahrscheinlich ein bisschen erdig zum Schluss. Mehr kommt da nicht. Kann ich euch jetzt schon versprechen. Und wenn ich mich täusche, dann denke ich mir was aus. Aber das ist häufiger so mit diesem brasilianischen. Die haben halt eben die besondere Würze, aber die sind von Anfang bis Ende halt ähnlich, ja, und entwickelt sich nicht ganz so viel. Es gibt halt ein paar, die dann halt ein bisschen süßlicher, vielleicht nussiger werden, ja, spielen ein bisschen mit der Creme doch auch noch, aber grundsätzlich sind die Geschichten eher geradlinig, was nichts Negatives ist in dem Fall. Schöne dunkle Zigarre, dunkle Aromen, hat auf jeden Fall Pep, bisschen Pfeffer, das typisch brasilianische Gewürz, dieses Samba auf der Zunge, bisschen Kaffeeröstaroma und halt das Ledrige auf jeden Fall. Abbrand ist bisher ganz gut, hat sich auf jeden Fall gefangen. Am Anfang hatte ich Bedenken, weil an einer Stelle ist es gar nicht abgebrannt, aber jetzt, wie ihr seht, ist es ziemlich gleichmäßig. Da dürft ihr auch nicht immer sofort danach zünden. Ja, die Zigarre arbeitet im Prinzip selber. Es sei denn, es wird wirklich ganz krass. Oder ihr habt hier dann plötzlich so ein Loch. Dann müsst ihr noch ein bisschen korrigieren. Aber so Startschwierigkeiten, ja, das bekommen die meisten Zigarren dann doch hin. Müsst ihr nur ein bisschen Zeit geben. Schöne Rauchentwicklung, schöner blauer Rauch, ich hoffe ihr seht's. Von der Stärke her, ja, schon mittelkräftig. Also zusätzlich zu diesen intensiven Aromen, die recht schnell da sind, hast du eben so eine gewisse Schwere relativ schnell auch am Anfang. Also Verarbeitung, wie gesagt, schönes Deckblatt, schön gleichmäßig, feine Adern.
Also für 6,30 Euro kann man ja da nichts nachsprechen. Nichts Negatives zumindest. Also jeder, der brasilianische Tabak mag oder halt eben auch dieses leicht pfeffrige, ledrige, heuige, ja, sagen wir es mal so. Also hier würde jetzt natürlich idealerweise ein Cappuccino passen, meiner Meinung nach. Cappuccino, wahrscheinlich, ja. Zu einem Weizen würde ich jetzt nicht raten, oder Cola-Weizen. Ich mag ja, das müsste mal probieren. Ein Weizen gutes oder ein Cola-Weizen. So leicht süßlich, aber leicht bitter. Nicht zu starkes Bier. Müsste echt mal probieren. Mir wurde jetzt Traubensaft empfohlen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Oder ein schöner Merlot-Wein. Genau, das würde doch passen. Wobei, der wäre vielleicht ein bisschen zu stark. Merlot. Das war bei Macanudo nie ein Problem, die Verarbeitung. Nur ich glaube, die schwarze und die weiße, die war irgendwie so 0815. Die rote habe ich positiv in Erinnerung und die grüne jetzt, die neue, habe ich bis eben auch nicht gewusst, dass das brasilianisches Deckblatt hat. Finde ich positiv, weil ich mag brasilianische Tabake sehr. Ja, leider in der Öffentlichkeit oder halt bei vielen ein bisschen verkannt, habe ich so das Gefühl nach wie vor. Das habe ich halt schon öfters angesprochen. Da gibt es so eine kleine Story. Da war ich halt in meinem örtlichen Tabakladen. Und dann war so eine Omi drin. Ich habe gedacht, die hat schon mit Churchill zusammen eine Zigarre geraucht, so nach dem Motto. Und dann sagt sie, ja, sie kennt sich gar nicht aus, ob der Verkäufer ihr helfen kann. Und er sagt, ja, gerade geht's nicht. Aber dann hat er mir auf die Schulter geklopft, hat gesagt, komm, erzähl dir mal ein bisschen was über die Zigarren, weil er kennt mich ja. Weil da war ziemlich viel los. Ich glaube, das war letztes Jahr vor Weihnachten und da verschicken halt viele Leute natürlich Pakete, weil die halt auch einen Paketshop noch mit drin haben. Dann habe ich die Omi so ein bisschen beraten. Also sie hatte für ihren Enkel im Prinzip zum 18. Geburtstag, wollte sie zwei Zigarren halt schenken. Habe ihr ein bisschen welche gezeigt. Sie hat gesagt, sie möchte halt schon auch eben die klassischen, sie möchte eine kubanische, hat sie gesagt, weil das kennt jeder, kubanische Zigarren, das so viel wusste sie. Dann habe ich halt ihr gesagt, auch wegen Transport, weil sie wusste noch nicht, wie sie das verpacken wird und so weiter, habe ich ihr dann die Romeo Giulietta Nummer 2 empfohlen. Ich finde, das ist eine schöne klassische kubanische Zigarre für einen fairen Preis, sagt sie ja. Mit der Tube, das gefällt ihr, gute Idee. Und dann habe ich ihr noch eine Alonso Menendez empfohlen. Ja, also eine brasilianische. Hat sie gesagt, oh ja, der Preis ist super. Und wissen Sie, was sagt sie zu mir? Ihr Lieblingsrennfahrer ist der Alonso halt. Ne? Das passt ja total, sagt sie. Und ich so, ja, warum nicht? Und sie hat sich auf jeden Fall sehr bedankt und hat die zwei dann mal mitgenommen. Wobei ich sagen muss, dass halt so die Alonso Menendez eventuell für Anfänger, ja, vielleicht war das doch nicht so ein guter Tipp, weil das Brasilianische ist schon, so wie wenn ich ihr jetzt eine Patagas Nummer 4 empfohlen hätte, die kommt ja diesem klassischen Ur-Kubaner Geschmack ja sehr nahe, dieses extrem erdige. Ja, also die Alonso Menendez sind schon, ja, sehr ledrig und eben würzig und diese Kaffeeröstaromen vielleicht too much. Aber da müsst ihr euch mal rantasten. Also, aber es gab ja auch eine Phase, da wollte ich die cremigste Zigarre der Welt suchen und dann stolperst du über viele Tipps, wovon dann halt echt 70% gar nicht cremig sind, meiner Meinung nach. Und ich auch nicht darauf komme, wie man das als cremig bezeichnen kann, im Vergleich zu ganz Hardcore-Zigarren vielleicht, die halt extrem geradlinig und trocken und pfeffrig sind, vielleicht, ja.
aber von dem bin ich dann auch weggekommen und wollte dann halt eben auch bewusst stärkere Zigarren oder halt eben auch ledrigere Zigarren, und dann kommst du halt nicht an den brasilianischen auch vorbei. Ja. Dann nächste Stufe war Iron Shirt von Schuster. Sehr ledrig, toastig und intensive Aromen von Anfang an. Und natürlich kommst du dann auch nicht bei Filigor vorbei, die Do Brasil-Linie zum Beispiel. Und ja, also ich kenne eigentlich relativ wenige, die auch brasilianische Tabak zu schätzen wissen. Also dieses, das ist ähnlich dem typisch kubanischen Gewürz. Das ist so einmalig, was eben Kuba halt bietet. So dieses, das ist schwierig zu beschreiben, diese, ja, diese dezente Schwerfälligkeit, sage ich jetzt mal, von der Zigarre, von den Aromen her. Wenn ich halt immer sage, oh, das ist eine schwere Zigarre, dann meine ich halt eben, ja, die beansprucht deinen ganzen Solarplexus sozusagen. Ja. Also schon herausfordernd ein bisschen, sage ich jetzt mal, von den Aromen her. Wobei ich hier sagen muss, die Aromen waren recht schnell direkt da. Ja. Bud Spencer Kelly so, aber trotzdem nie zu krass. Also es ist zwar, was diese Inspirado-Linien angeht, die stärkste oder halt aromaintensivste Zigarre, aber sie ist trotzdem gemütlich rauchbar. Ja. Also relativ konservativ, sagen wir es mal so. Also dafür, dass jetzt auch noch Nicaragua-Einlage drin ist. Gut, das Indonesien-Umblatt, das kompensiert wahrscheinlich viel Stärke so ein bisschen raus. Das sind ja, glaube ich, die mildesten Tabake, diese Sumatra, Indonesien-Tabake. Neben Kolumbien, glaube ich, auch. Gibt es da nicht in Kolumbien, glaube ich, nur eine Familie, die Meerapfelfamilie oder wie die heißt? Die auch unter anderem für Fuente kolumbianische Tabak herstellt. Das Abbrennen ist echt gut. Schöne feste Asche. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen. Vielleicht komme ich mal ein bisschen näher. Also sympathisch. Ist eher ledrig, trocken unterwegs. Bisschen Würze, bisschen Pfeffer. Zedernholz und so ein Hauch Kaffee auf jeden Fall. Etwas dunklere Aromen. Ja, dann mache ich mal weiter. Bis gleich. Ja, schade, schade, schade. Beim Aufstellen der Kamera jetzt ist mir leider die Asche runtergekracht. Also die war wirklich sehr schön lang, aber ich habe ein Bild vorher noch gemacht. Das kann ich kurz einblenden. Schade. Zurück zur Zigarre. Schöner Abbrand, geht nicht aus, unkompliziert. Sie hat jetzt vorhin so ein paar Minuten ein bisschen mit einer Süße gespielt. Das ist ja bei den brasilianischen Zigarren oft so, dass als Leder Gegenpart, sage ich jetzt mal, oft immer was leicht Süßliches auch. Hier in dem Fall auch. Da ist doch gar nichts. Mein Hund hat jetzt wieder was fixiert. Aber es waren nur 3, 4 Minuten, so dieses leicht Süßliche. Kam sogar auch ein bisschen cremiger jetzt daher, die letzten paar Minuten. Aber jetzt wird sie floraler, ein bisschen erdiger, wie ich es vorhin auch vorausgesagt habe.
Und ja, das leichte Kaffeeröstaromen noch. Leder, wie gesagt, bisschen Zedernholz. Ansonsten ist sie halt eigentlich doch relativ mild. Also, wieder das Flugzeug, das berühmte. Dass es mir auch mal glaubt. Ich bilde es mir nicht ein. So bin ich noch nicht drauf. Ist eigentlich relativ mild. Die Aromen kommen schön deutlich, auch der Pfeffer und die Würze, aber jetzt ist sie recht mild eigentlich. Wirklich sehr angenehm zu rauchen. Ja, ich habe schon vorausgesagt, dass solche Zigarren in der Regel, auch wenn sie jetzt hier diese verschiedenen Komponenten haben, mit diesem Indonesien-Umblatt und auch Kamerun-Einlage, so wirklich Komplexität kommt leider nicht auf. Wie gesagt, so ein Hauch Süße und Cremigkeit kam so ein bisschen hinzu. Aber ja, die Erde jetzt, eventuell könnte man ihr was Kernigeres, Nussigeres jetzt auch nachsprechen, aber wirklich nur extrem hauchzart. Ja, gute Zigarre. Schmeckt. Ja, wir sind jetzt bei einer Stunde unterwegs. Ja, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Man muss ja jetzt auch wirklich sagen, zugestehen, da hat sich doch noch was getan am Schluss. Sie wird ein bisschen schokoladiger. Ansonsten hast du wirklich ein gutes Zusammenspiel von dem Kaffee. Dieses leicht schokoladige jetzt eben. Zedernholz, Leder. Ja. Wirklich schön angenehm geblendet, meiner Meinung nach. Wirklich eine gute Zigarre. Ja, eine Stunde. Und ich denke, dass wir die auf 80 Minuten kriegen. Und für 6,30 Euro schon sehr leckeres Teil. Also wenn ihr eben dieses Ledrigere mögt und dieses Kaffeeröstaroma, seid ihr hier auf jeden Fall auf der richtigen Seite unterwegs. Ja, gut, Abwand ist jetzt nicht mehr hundertprozentig genial. So nach einer Dreiviertelstunde war es ein bisschen ungestüm, was das angeht, habe ich ein bisschen gegenkorrigiert. Aber immer noch, wie ihr seht, schönes Rauchvolumen, wirklich eine echt gute Zigarre. Mir fällt eigentlich nichts Negatives ein. Ja. Zur Mitte hin, wie gesagt, wurde sie sehr mild eigentlich. Man hat sie wirklich unkompliziert rauchen können. Dann kam eben so ein bisschen mehr Erde hinzu und jetzt so dieses Zusammenspiel mit Schoko, Kaffee. Gut, das Schokoladige ist jetzt wirklich sehr dezent, also 2,5 von 10 vielleicht. Ja, also da dürft ihr jetzt nicht denken, das ist irgendwie eine Schokobombe. Aber ja, echt lecker. Und jetzt nach einer Weile, wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr überlege, kommt auch wieder mehr Würze hinzu. Aber eher was ja, wie soll ich sagen? Jetzt nicht so Richtung Pfeffer, auch nicht Cayenne-Pfeffer oder einfach ein gewisses Gewürz. Gerade schwer zu beschreiben. Ja, also da hat sich zum Schluss doch noch ein bisschen was getan. Deswegen, ja, eine 4,5 von 5. Also ist echt eine gute Zigarre für den Preis. Ja. Da ist er wieder. Also für 6,30 Euro hast du echt eine schöne, robusto, faires Preisverhältnis, hochwertig gearbeitet, also von der Verarbeitung her gefällt sie mir ziemlich. Und ich mag halt eben das Brasilianische auch mal zwischendurch, dieses Ledrige, dieses Schwere, dieses leicht würzige eben. Und 4,5, echt eine gute Zigarre. Da
Dann bis zum nächsten Mal.